Franziska Puff aus Sonneberg. Internationalen Film Sommerrodelcup in Ilmenau.
in der Altersklasse Jugend A weiblich gewinnt Pauline Patz aus Schmalkalden. Den zweiten Platz erkämpft sich Alina Bräutigam aus Sonneberg. Der dritte Platz Nina Zöckeler aus Italien. Der vierte Platz geht an Sarah Hörtlein aus Ilmenau. Auch der fünfte Platz geht nach Ilmenau an Laura Skehl. Und der sechste Platz, Katharina Putzer aus Italien. Die Pokale werden überreicht von Frau Nathalie Kasper in Vertretung unseres Hauptsponsors Sparkasse Arnstadt Ilmenau. Die Urkunden werden übergeben von Oliver Christlein, Marktleiter des Globus Baumarktes Ilmenau. Die Geschenke übergibt Silke Kraus-Harpilach, Vizepräsidentin des Landessportbundes Thüringen. Und die Blumen werden übergeben von Siegbert Busemeer, unserem Vorsitzenden des Rote Club Ilmenau. Wir gratulieren allen Siegern und Platzierten der Jugendarbeit. Platz 1 gewinnt Jonas Zander aus Sonneberg. Platz 2 Carlos Stang aus Ilmenau. Platz geht nach Sonneberg Niklas Zehner. Der vierte Platz Colin Deckert aus Suhl. Platz 5 Jan-Luis Möller aus Friedrichroda. Und der sechste Platz an Robin Heimann aus Zellermelis. Pokale werden wieder übergeben von Frau Nathalie Kasper, Vertretung Hauptsponsor und Hauptsponsor Sparkasse Arnstadt Ilmenau. Urkunden werden übergeben durch Oliver Christlein, Marktleiter Globus Baumarkt Ilmenau. Die Geschenke von Silke Kraus-Harpilach, Vizepräsidentin des Landessportbundes Ilmenau, und die Blumen von Siegbert Busemeer, unserem Vorsitzenden des Rote Club Ilmenau. In der Altersklasse Juniorinnen und Damen. Platz 1 erkämpft sich Jessica Degenhardt aus Altenberg. Der zweite Platz geht an Merle Fräbel aus Suhl. Dritter Platz Vanessa Schneider aus Sonneberg. Platz 4 Elisa Storch aus Suhl. Der fünfte Platz, Verena Hofer aus Italien. Und der sechste Platz, ebenfalls nach Italien, Marion Oberhofer. Thank you.
Der Pokal wird übergeben von Frau Nathalie Kasper, Vertretung unseres Hauptsponsors aus der Sparkasse Arnstadt Ilmenau, die Urkunden von Oliver Christlein, Marktleiter Logos Baumann Ilmenau. Die Geschenke werden übergeben von Frau Sapila, Vizepräsidentin des Landessportbundes Thüringen, und die Blumen von Sigmar Kusemeer, Vorsitzender des Rodelclubs Ilmenau. Johannes Ludwig aus Oberhof. Platz 2, Sebastian Blei aus Suhl. Ebenfalls nach Suhl an Florian Berges, geht Platz 3. Und nochmal Suhl, Sascha Benneken, Platz 4. Platz 5 geht nach Friedrich Roder, Max Langenhahn. Und Platz 6 an Paul Kubitz aus Zellermedes. Die Pokale werden übergeben von Nathalie Kasper, Vertretung unseres Hauptsponsors Sparkasse Arnstadt Ilmenau. Die Urkunden übergibt Oliver Kisslein, Marktleiter, Globus Baumarkt Ilmenau. Die Geschenke werden übergeben durch Silke Krauser-Pieler, Vizepräsidentin des Landessportbundes Thüringen. Und die Blumen von Siegbert Rosemeyer, dem Vorsitzenden des Rote Club Ilmenau. Das ist ja wieder noch so ein Link.